Ich habe schon wieder Zusendung bekommen. Interessant ist, dass es einige Eltern gibt, die durchaus sagen, sag mal, ist doch nicht euer Ernst. Und dann gibt es wiederum Eltern, die äußern sich gar nicht dazu. Die Frage ist ja, zu welchem Elternteil gehörst du? Findest du das normal? Das, was dir jetzt einspielt, ist für Kinder unter 3. Guckst du einfach mal. Vielleicht kannst du dich erinnern, was du alles so mit 3 gewusst hast. Lässt immer auf dich wirken, ne? So, dieses Buch ist wie gesagt für Kinder unter 3. Mami hat ein Ei gelegt. Hier rein, extra noch die Zeichnung, wo das Loch auch ist. Das Schwänzchen geht durch das kleine Loch bei Mami. So kommen die Samen zu Mamis Eiern. Papi hat Samen. Die sind im Samensäckchen an seinem Bauch unten dran. Auch nochmal markiert. Hier hat man eine Stellung. Natürlich Nacktzustand bei der Frau, klar. Eine Stellungsmöglichkeit. Aber es gibt ja noch andere. Guck mal, ganz oben liegen sie aufeinander. Papa vorne, Baba obendrauf. Hier kann man sie auch ein bisschen verknoten, nicht wahr? Sollte ein Kind unter 3 unbedingt wissen. Ach, wie Mamis und Papis zusammenpassen, ne? Großartig. Also wieder ganz für Euphorie, ja, dass man auch sehen kann, Mamis und Papis, wie die denn zusammenpassen. Da bekomme ich Zusendungen von Erziehern, die auch sagen, ich habe keine Idee mehr, was ich machen kann. Wir haben Kinder in der Gruppe, die sind deutlich unter 3, die sich ständig zurückziehen, um zu masturbieren, sich gegenseitig anzufassen. Wir kriegen es nicht mehr in den Griff. Die Rückmeldung kommt dann, dass die Kinder sagen, aber wieso, das macht doch Spaß, es ist doch ein Spiel. Das sind genau die besten Vorbereitungen für Pedos. Und die meisten Eltern haben es halt leider immer noch nicht geschnallt und denken sich, das ist geile Aufklärung. Wir müssen die Kinder ganz nah ranführen an diese Sexualisierung, ja. Dann wird auch viel mehr Toleranz für Pädophile auf jeden Fall. Also ich hoffe, irgendwann eines Morgens wachen einige Eltern auf und stellen fest, nein, da geht die Reise hin, das müssen wir aber unterbinden. Na, dann hoffe ich mal, dass ihr euch beeilt, weil wie schnell das schon ist, merke ich immer wieder, wenn ich Sachen von euch zugesendet bekomme. Und dann wird gesagt, ich bringe Beispiele an, die sind ja so krass. Das sind eure Geschichten. Was soll ich machen?